CDU-CSU-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegin Baerbock, ich glaube, es ist ganz offensichtlich, dass wir, wenn wir über Europa für die Zukunft nachdenken, uns darauf konzentrieren, in Europa die Aufgaben zu erledigen, die nicht in den Nationalstaaten selbst erledigt werden können. Und dass wir Europa auf diese Arbeit begrenzen. Und es gibt dort jede Menge großer Aufgaben, die wir nur gemeinsam erledigen können und die wir nicht in den Einzelstaaten, weil sie an sich zu schwach sind, erledigen können. Und deswegen haben wir über Verteidigung gesprochen. Deswegen haben wir über gemeinsame Terrorismusbekämpfung gesprochen, über eine gemeinsame Forschungslandschaft in einer Digitalunion, über eine Energieunion, das heißt über eine Unabhängigkeit in der Energieversorgung, die auch die Energiewende ermöglicht. Über diese wichtigen Dinge sollten wir sprechen und nicht über das, was vor Ort selbstständig in den Nationalstaaten gemacht werden kann. Ich will aber auch sagen, alle diese wichtigen Dinge, die müssen einem Ziel zugeordnet sein. Und dieses Ziel ist, den Frieden in Europa in Freiheit zu stärken. Und das bedeutet, dass wir nicht nur den Anfechtungen von außen, Herr Hunkum, denen die Stabilität, die Freiheit und die Rechtsstaatlichkeit Europas unterworfen ist, begegnen, sondern dass wir auch im Inneren darauf achten, dass die Grundprinzipien der Freiheit, die sich aus der Rechtsstaatlichkeit der Demokratien ergibt, durchgesetzt wird. Und das bedeutet vor allen Dingen, und darüber sprechen wir viel zu wenig, und das ist ein Auftrag auch an die Bildung, die Unabhängigkeit der Verfassungsorgane muss gewährleistet sein. Und das ist eine Aufgabe, die die Europäische Kommission gegenüber den Mitgliedstaaten durchsetzen muss. Was ist Europa bei uns? Bei jedem, wir haben das gehört, ist es auch ein Europa in seiner Heimat. Meine Heimat ist Freiburg im Breisgau. Und wenn ich auf unseren wunderschönen Münsterturm steige, ein Beispiel der europäischen Gotik, und gegenüber die Vogesen sehe und etwas weiter flussabwärts das Straßburger Münster, dann sehe ich, das ist Europa. Der Geist der Gotik durch den ganzen europäischen Kontinent in diesen wunderbaren Bauwerken manifestiert. Und gleichzeitig sehe ich auf den Vogesen gegenüber den Hartmannsweiler Kopf. Und der Hartmannsweiler Kopf, die Blut- und Knochenmühle aus dem Ersten Weltkrieg. Auch das ist Europa. Und dann ist wie ein Wunder doch diese Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland zustande gekommen. Und ich bin so dankbar darüber, dass ich glaube, dass wir, und ich denke, wir dürfen das unseren französischen Freunden gerade in diesen Wochen vor der Wahl in Frankreich zurufen, ne nous quittez pas, nos amis français. Lasst uns nicht alleine, wir brauchen euch in Europa. Und ich glaube, wir kommen nur alleine nicht zurecht. Und wenn wir Europa begreifen als Friedensgemeinschaft, dann schaue ich in den Schwarzwald hinauf. Dort ist ganz nah die Donauquelle. Und diese Donauquelle führt dann einen Strom bis ins Schwarze Meer. Und 10 Länder liegen daran und nicht alle sind Mitglied der Europäischen Union. Und in Serbien und darum im westlichen Balkan haben die Menschen die Schrecken des Krieges noch sehr unmittelbar in Erinnerung. Und auch diesen Menschen darf und soll die Europäische Union Hoffnung geben, denn sie klopfen sehnsuchtsvoll an die Tür dieses Hauses von Frieden, Freiheit und Sicherheit. Und ich glaube, wenn wir auf den Rhein schauen und jetzt die vielen Handelsschiffe darauf sehen, die nach Rotterdam und von dort in die freie Welt fahren, dann sehen wir auch der Handel. Das ist etwas, was Europa stark macht. Aber stark
macht uns alleine dieses Bekenntnis zur Freiheit. Und dieses Bekenntnis zur Freiheit ist im Grundgesetz verankert. Die Präambel ja in den dunkelsten Stunden unseres Landes verfasst, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt die Kollegin Dr.